Herzlich willkommen. Hier geht's weiter. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wir hatten viel, eine kleine Schießerei hatten wir mit den Shoreline-Typen. Wir sind nicht mehr weit von Sam entfernt. Den haben wir vorhin da hinten gesehen. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo. Oh shit. Das war nicht geplant. Okay, so geht's auch. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Tja, wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ja, gut. Ist ja wieder ein kleines Schätzchen. Oh. Das sieht geil aus. Ja, das ist cool, das hat was. Nice. Boah, die Grafik auch unter Wasser ist einfach geisteskrank. Genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einer. Avery's. Ganz genau. Oh, was ist das denn hier? Na, sieh mal an. Ey, sowas einmal in Real finden, ne? Einfach so Kleinigkeiten. Was ist das hier? Oh, ne. Das sieht aus, als ob hier gleich ein scheiß Klicker aus The Last of Us um die Ecke kommt, man. Wunderschön. Ich glaube, der Typ hat Vögel gemacht. Was ist das? Noch ein Brief. An die, die sich natürlich durchlesen wollen, könnt ihr machen. Aber mir dauert das immer zu lange, deswegen. Hier. 1718, das ist wirklich geisteskrank. Krass, okay. Verdammt, ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Von hier kam ich doch, oder? Oder? Kanone, Alter. Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Wohl nicht. Jeder Raum ist individuell einfach einzigartig. Ne? Das ist nicht. Da ist es wohl wieder schwimmen. Gucken. Erstmal umgucken. Anspüren. So. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Wo? Jo, komm hier hoch. Aber da. Jo. Aber wie kommen wir da hin? Go, go! Die Strömung ist stark. Stell dich mal drauf, ja. Ja, und jetzt, Bro?
bin ich gerade geistig behindert? Ja, fällt dich früh auf, du blöde Schlampe. Ja, geht doch. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Oh. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Ja, das sieht viel versprechend aus. Sollte gehen. Okay, weg da. So, jetzt hilft mir. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Okay. Jetzt sich auch nicht eigentlich einfach zu sich ziehen können, oder? Ja, oder keine Ahnung. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite wow. Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Tot, Alter. Na, willkommen auf der Party. Irgendwann hat den bestimmt was ins Essen. Ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Oh, neues Rätsel. Was? Sie sind's. Helena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Die ganzen anderen Piratenjungs. Okay, also. Abgeschlachtet. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig. Aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut. Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Ey, das ist krass. Das sind die größten Piraten der Geschichte.
Also in Real Life. Und sie alle starben. Henry Avery und so. In einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, ich, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Kann man hier noch irgendwas machen? Irgendwas mitnehmen? Weil. Ja, okay, aufschreiben. Notier dir das ganze Ding. So. Für die Nachwelt. Ist gut. Ich muss mal angucken. Ja, ist cool. Sehr gut. Das ist sehr geil. Alter, alle tot einfach, Mann. Gehen wir mal weiter. Alter, was ist denn? Das ist ein Stein. Hey, hier hoch. Ich dachte, das ist ein Ast. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Oh, Bruder, okay. Ich spring 6 Meter am besten hoch. Nate, der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Und wir sind ganz offiziell in Henry Avery's Haus. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tus Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann Erde. Schlecht. Tut mir leid. Das spiegelt sich. Aber was ist da in der Spiegelung zu sehen? Ist das die Seite? Ja, ziemlich schlecht. Tages? Pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Ja! Ich wollte es unbedingt benutzen. Solche kleinen Viecher sind doch einfach geil, Mann. So, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hier wollte ich, genau. Warum sieht das alles so majestic aus, Mann? Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Passt schon. Ich werde diese Waffe bis ans Ende behalten. Hey, na bitte. Oh, die schaut echt cool, Mann. War halt Legende, ne? Aber die ist schon echt. Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber.
Mehr Fußspuren. Bingo. Hallo. Mehr Fußspuren. Hey, na bitte. Hier drüben. Wo sind die? Oh, Alter. Mein Ding. Hier ist wieder meine Dämme. Bingo. Ja, perfekt. Hey, komm hier rüber. Spuren führen durch diese Tür. Reiner. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Ich muss mich so konzentrieren, Mann. Scheiße! Gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten.
gucken wir uns das mal an, ne? Scheiße. Woher die immer kommen, diese 40 Shoreline-Typen? Ja, aus dem Leid. Letzter Kick, komm. Was ist das? Ein Brief? Sag mal, hallo. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Danke dir. Finden wir diesen Gang. Ich will dagegen boxen, hä? Ja, aber nicht. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind Sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Sams Feuerzeug. Lol. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Boah, wie tief jetzt hier noch runtergehen. Dann mal los. Hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt. Mist. Scheiße. Wir werden es rausfinden. Müssen wir wohl, ne? Das hier sieht nicht stabil Kapitel aus. Kapitel 19, Averys Abstieg. Ach. Je geht ran widerlich. Einsturz. Ja, okay. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Okay. Dienstleute. Wir verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien?
Ja, ja, aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Schüttel doch, Bro, was ist los? Na los! Der, wie soll ich noch schütteln, meine Güte? Na bitte. Ah. Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ach du Scheiße. Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Woran haben die sich orientiert? Komisch. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Was haben die denn gemacht? Ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Ja, perfect timing oder was? Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Bin ich klar. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Oh nein. Ein bisschen länger. Mist. Na schau. Na los. Verdammt. Scheiße, und jetzt? Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Angst. Wirklich? Na klar. Ist einfach Na, mad. Bitte. Ah, okay. Au. Oh, sorry. Moment. Wollen wir jetzt gleich in den Jumpscare kommen? Ne? Hallo? Hier drüben. Oh, mein Kopf. Ah, bin gestolpert. Hier drüben. Boah, wichtig. Danke, Lo. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Was ist da, also, ich spreche jetzt noch funktionieren, nachdem wir die ganze Zeit im Wasser da waren. Allerdings. Ich glaube, mit den fucking Kämmen wäre jetzt auch nicht extrem klettern, nur so kleine Stufen immer. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Räuberleiter. Ja. Na komm. Okay. Gerd. Okay. Und jetzt du. Mit der Fackel? Ja, ist klar, Digga. Danke. Boah, die Grafik ist so geil, ne? Ich schwör's dir. Das erinnert mich gerade irgendwie an Red Dead, ich weiß nicht warum. Die letzte Mission, wo man durch diese Höhle flüchten musste. Was ist das denn für ein Tier hier auf dem Boden? Geht, was bist du? Tausendfüßler. Vorsicht! Wow. Noch mehr Leichen. Was zum Henker ist das? Ach du Scheiße, Mann. Das ist unheimlich. Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Ich glaube, der Typ war echt geistesgestört. Raus hier. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand war Klugscheißer. Ha, ne? Ist das etwa... Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Ich bin jetzt erschrocken. Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Was für eine Reaktionszeit hatten. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt! Bist du okay? Ach, so weit, so gut. Bleib lieber ein Stückchen zurück. Ja,
Digga, was ist das für ein Scheiß? Verreck doch hier gleich mal. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Ja, und jetzt? Hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Gut, die Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. So Leute, und an der Stelle beende ich wieder das Video. Lasst gerne weiter ein Like da. Abonniert immerhin auch mal den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat. Und bis zur nächsten Folge. Yalla.